ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Verkehrsministerien von Bund und Ländern haben sich grundsätzlich auf ein bundesweites Nahverkehrsticket verständigt, sind aber bei der Finanzierung weiter uneins. Die Länder schlagen ein Abo-Ticket für 49 Euro vor und sind bereit, die dadurch entstehenden Mindereinnahmen auszugleichen. Sie verlangen aber, dass der Bund seine Zuschüsse für den Betrieb von Bussen und Bahnen erhöht. Es ist eine Einigung in mehreren Schritten, die die Verkehrsministerinnen und Minister am Nachmittag nach stundenlangen Verhandlungen in Bremerhaven präsentieren. Ein endgültiger Beschluss ist es nicht. Es ist so, dass wir ein 49-Euro-Ticket als Vorschlag Ihnen unterbreiten wollen. Das 49-Euro-Ticket, das soll papierlos sein, es soll deutschlandweit gültig sein. Es soll schnellstmöglich eingeführt werden. Geeinigt haben sich die Ministerinnen und Minister also erst einmal auf das Wie. Mir war es wichtig, dass wir die Fragen rund um die Ausgestaltung des Tickets heute klären. Ansonsten verzögert sich eine Einführung des Tickets. Die Finanzfragen kann man jetzt besprechen. Bisher gibt es keine Einigung. Die Länder sind nur dann bereit, die Hälfte der Ticketkosten mitzutragen, wenn der Bund grundsätzlich mehr Geld für den ÖPNV bereitstellt. Zum einen als Inflationsausgleich für gestiegene Energiekosten. Einige Länder müssten sonst Züge abbestellen. Zum anderen, um ländliche Regionen besser an den Nahverkehr anzubinden. Im ländlichen Raum haben lediglich halb so viele Menschen das 9-Euro-Ticket gekauft wie im städtischen Umfeld. Und deswegen glaube ich, muss man auch verstehen, dass es ein Ringen ist, wie man dann auch mit einem Nachfolgeticket an dieser Stelle umgeht. Dass die Finanzierung des Tickets weiter offen ist, stößt auf Kritik. Das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene bemängelt die Zeitdränge. So komme man nicht weiter. Nun sollen die Ministerpräsidenten zusammen mit dem Bund auf ihrer nächsten Konferenz entscheiden. Der Bundestag hat über die Pläne von Arbeitsminister Heil für ein Bürgergeld debattiert. Es soll die Hartz-IV-Regelung ablösen, die vor rund 20 Jahren unter Kanzler Schröder eingeführt wurde, aber in der SPD immer umstritten blieb. Die Reform sieht unter anderem vor, den Regelsatz um 53 Euro zu erhöhen. Die Opposition kritisierte heute, dass Arbeitslose im neuen System weniger Sanktionen befürchten müssten. Geschieht das jetzt wirklich? Hubertus Heil wirkt, als könne er manchen Debattenbeitrag zum geplanten Bürgergeld nicht fassen. Zeitweise kochen die Emotionen hoch mit Vorwürfen und Gegenvorwürfen. Lassen Sie mich eins ganz deutlich sagen. In diesen Zeiten, in denen der gesellschaftliche Zusammenhalt bedroht ist, finde ich es persönlich unanständig, dass es einige politische Kräfte, selbst im demokratischen Spektrum, gibt, die versuchen, Geringverdiener gegen Bedürftige und Bedürftige gegen Flüchtende auszuspielen. Für die Union allerdings ist das Bürgergeld eine verpasste Chance. Anreize zur Jobsuche, Fehlanzeige. Statt Motivation setzen Sie auf unverbindliche Kooperation. So kann der Weg aus Arbeitslosigkeit nicht gelingen. Für die Grünen steht das Bürgergeld hingegen für die Überwindung von Hartz IV. Wichtig ist vor allem aber, dass wir die Menschen, die lange arbeitslos sind, unterstützen und stärken. Sie brauchen neue Chancen und Perspektiven. Mit einem eigenen Antrag, der Arbeitslose zur Arbeit verpflichten soll, tritt die AfD an. Weil wir nicht glauben, dass das Bürgergeld funktionieren wird. Es ist nichts anderes als ein aufgeweichtes Hartz IV. Und das hat schon nicht funktioniert. Die FDP wehrt sich gegen den Vorwurf, es werde auf Sanktionen verzichtet. In der Vertrauenszeit können Meldeversäumnisse, wenn jemand nicht zu einem Termin kommt, ebenfalls sanktioniert werden. Das sind 75% aller Sanktionen. Die Linke will vor allem eine Erhöhung der Regelsätze. Bis das passiert ist, braucht es einen Zuschlag. Wir sagen monatlich 200 Euro mehr. Über den Gesetzentwurf wird jetzt in den Ausschüssen weiterberaten. Mit großer Mehrheit hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen die Annexionen Russlands in der Ukraine verurteilt. Drei Viertel der Mitgliedstaaten stimmten bei einer Dringlichkeitssitzung für eine entsprechende Resolution. Darin wird auch die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine bekräftigt.
Das Ergebnis eindeutig. 143 Staaten stimmen für eine Verurteilung Russlands, nur 5 dagegen. Die UN-Resolution hat keine praktischen Folgen. Sie wird aber als starkes Signal gesehen, wie allein Russland mit seiner völkerrechtswidrigen Landnahme ukrainischer Gebiete dasteht. 35 Länder enthielten sich, zum Beispiel Indien und China, die meisten aus Afrika und Zentralasien. Darunter Kasachstan. In der Hauptstadt Astana trifft Russlands Präsident Putin heute zu einem Asien-Gipfel ein. Bilder mit vielen Staatschefs passen zu Russlands Botschaft, dass man so isoliert doch gar nicht sei. Danach ein 1,5-stündiges Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Weil kaum noch Gas direkt in die EU strömt, will Putin jetzt mehr Erdgas in die Türkei liefern. Wir könnten die Möglichkeit in Betracht ziehen, eine weitere Gasleitung in die Türkei zu bauen und dort dann ein Verteilzentrum einrichten, um Gas auch in andere Länder zu verkaufen. Technisch sei das durchaus denkbar, sagen Experten. Ein mögliches Ergebnis der Treffen von Astana könnte sein, dass eine Erweiterung der Pipeline Turkstream um 2 weitere Röhren vereinbart wird. Türkische Medien hatten vorher berichtet, die Türkei wolle Vorschläge zur Lösung des Ukraine-Kriegs machen, zum Beispiel einen Waffenstillstand. Laut Kreml war das heute jedoch kein Thema. Auffallend oft zeigt sich Putin in diesen Wochen mit ausländischen Staatschefs. Nach dem Motto, niemand soll denken, er sei international isoliert. Doch tatsächlich ist der Kreml-Chef angeschlagen. Andere Staatschefs lassen ihn warten. Und nicht jeder wirkt glücklich dabei, sich derzeit mit Putin zu zeigen. Russland setzt seine Luftangriffe auf die Ukraine unvermindert fort. Innerhalb eines Tages wurden nach Angaben der Armee 40 Städte von Raketen getroffen. Aus der Region um Kiew meldeten die Behörden Angriffe mit Drohnen iranischer Bauart. Unter dem Eindruck der anhaltenden russischen Bombardierungen wollen Deutschland und 14 weitere Staaten den europäischen Schutzschirm zur Luftverteidigung ausbauen. Am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel wurde eine entsprechende Erklärung unterzeichnet. Wenn NATO-Soldaten in den Himmel schauen, dann sehen sie oft auch eins, eine Sicherheitslücke. Egal ob gegen feindliche Drohnen, Marschflugkörper oder Raketen, eine flächendeckende Luftverteidigung gibt es in Europa nicht. Systeme also, die sicher alle feindlichen Flugobjekte abschießen. Es ist wichtig, dass diese Lücken geschlossen werden, denn wir erleben ja, in welcher Zeit wir leben. Es sind bedrohliche, es sind herausfordernde Zeiten und wir müssen die Verantwortung übernehmen, die wir haben, solche Lücken zu schließen. Und genau deshalb wurde heute unterschrieben. 15 Staaten wollen auf Initiative Deutschlands gemeinsam ein Luftverteidigungssystem aufbauen. Name Sky Shield, Himmelsschild. Teil der Gruppe sind die baltischen Staaten, die Niederlande oder auch Großbritannien. Im Interview mit der ARD erklärt der NATO-Generalsekretär, dies sei ein Zukunftsmodell, um Kosten zu sparen. Das ist eine Art, gemeinsam Dinge zu beschaffen, gemeinsam als Alliierte und die Größenvorteile auszunutzen, um niedrigere Preise zu bekommen und die Fähigkeiten, die wir brauchen. Ob das klappt, wird man zum Beispiel hier sehen, beim möglichen Kauf dieses Systems Arrow 3 aus Israel. Es kann Raketen in 100 Kilometer Höhe abfangen. Wir sind darüber in den Verhandlungen, sowohl mit Israel als auch mit den USA. Aber es zeichnet sich schon ab, dass das ein sehr gutes System wäre für diese Herausforderung hier in Europa. Welche Kosten der Himmelsschild verursacht und wann er fertig sein wird, konnte Lambrecht heute noch nicht sagen. Wohl aber, wer das Kommando bekommen soll. Nicht Berlin oder London, sondern der NATO-Oberbefehlshaber. Im Iran schließen sich immer mehr Menschen den anhaltenden Protesten an, obwohl die Polizei weiter massiv gegen die Demonstrierenden vorgeht. In Teheran setzten die Sicherheitskräfte Tränengas gegen eine Gruppe von Anwälten ein. Sie fordern eine bessere juristische Betreuung der Inhaftierten, die bislang keinen Anspruch auf einen Rechtsbeistand haben. Das Regime in Teheran macht weiter den Westen für die Unruhen im Land verantwortlich. Schüsse vor einem Einkaufszentrum mitten in Teheran. Polizei und Milizen treiben eine Gruppe Demonstranten auseinander. Schließlich werden einzelne Menschen isoliert und festgenommen. Auch dieses Video stammt aus Teheran. Passanten versuchen vergeblich, einen jungen Demonstranten zu schützen, dem die Festnahme droht. Die Einsatzkräfte reißen ihn zu Boden und bedrohen die Umstehenden mit vorgehaltenen Waffen. Ungeachtet der Risiken geht der Protest gegen die islamische Führung weiter.
In mindestens 19 Städten des Iran soll gestern demonstriert worden sein. Zu hören immer wieder: Tod dem Diktator. Besonders heftig sollen die Proteste in der Provinz Kurdistan sein. Laut Augenzeugen schießen dort Militär und Milizen seit Tagen mit scharfer Munition auf Demonstranten. Aktivisten melden allein vergangene Nacht 4 Tote. Die Opferzahl steige damit landesweit auf über 200, darunter 28 Kinder und Jugendliche. Staatspräsident Raisi, derzeit auf einer Konferenz in Kasachstan, unter anderem mit Putin und Erdogan, wiederholt dort heute das bekannte Narrativ der islamischen Führung. Die Proteste seien vom Ausland gesteuert. Nachdem die Amerikaner mit ihrer Militarisierungs- und Sanktionspolitik gescheitert sind, greifen Washington und seine Verbündeten nun auf eine Politik der Destabilisierung zurück. Die iranische Justiz kündigte heute erneut harte Strafen gegen Demonstranten an. Tausende Menschen sollen bereits festgenommen worden sein, ohne juristischen Beistand. Anwälte, die dagegen gestern in Teheran protestierten, wurden mit Tränengas auseinandergetrieben. Mindestens 4 von ihnen wurden festgenommen. Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen fordern Krankenhausärzte eine FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Marburger Bund, Jona, warnte in den Funke-Medien vor einer Überlastung der Krankenhäuser. Dort falle immer mehr Personal durch Infektionen aus. Zuständig für eine Maskenpflicht sind die Bundesländer. Die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung wird verlängert von Ende Oktober auf Ende Januar kommenden Jahres. Das entschieden heute die Finanzminister der Länder. Zuletzt hieß es, nicht einmal jeder dritte Haus- und Wohnungsbesitzer habe bislang seine Unterlagen abgegeben. Die Bundesanwaltschaft hat heute in Sachsen eine pensionierte Lehrerin wegen Terrorverdachts festnehmen lassen. Die Frau soll eine führende Rolle in einer staatsfeindlichen Gruppe gehabt haben, die unter anderem Gesundheitsminister Lauterbach entführen wollte und einen Umsturz plante. Andere Mitglieder der Gruppierung waren bereits im April festgenommen worden. Die 75-Jährige aus Rheinland-Pfalz gehört offenbar dem sogenannten Reichsbürgermilieu an. Am Bundesgerichtshof wurde die 75-jährige Elisabeth R. heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft angeordnet hat. Sie soll der ideologische Kopf einer terroristischen Vereinigung sein. Das Ziel der Gruppe, so die Ermittler, bürgerkriegsähnliche Zustände auszulösen und so die Bundesregierung zu stürzen. Zum Beispiel durch Angriffe auf die Stromversorgung, um einen bundesweiten Blackout zu verursachen und eine gewaltsame Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Bereits seit April sitzen 4 Männer in U-Haft. Elisabeth R. soll die Pläne dieser Gruppe vorangetrieben und koordiniert haben. Wiederholt forderte sie zudem eine rasche Umsetzung des Vorhabens ein und äußerte diesbezüglich konkrete Terminvorstellungen. Zugleich war die Beschuldigte mit der Rekrutierung geeigneter, gleichgesinnter Personen befasst. Sie sei außerdem in die Bemühungen eingebunden gewesen, Waffen und Sprengstoff zu beschaffen. Wegen verfassungsfeindlicher Äußerungen wurde der ehemaligen Lehrerin bereits die Pension aberkannt. Es ist bei solchen Gruppen, die sich über Chats verfassungsfeindlich äußern und zueinander finden, immer schwer zu sagen, wie ernst das ist. Es ist bei dieser Gruppe allerdings so gewesen, dass bei Durchsuchungen im Frühjahr scharfe Waffen gefunden worden sind und die Ermittler den Eindruck haben, dass man dabei war, sich Sprengstoff zu besorgen. Dass die Ideologie sogenannter Reichsbürger womöglich in Umsturzpläne oder Gewalt umschlägt, ist ein vergleichsweise neues Phänomen von Terrorismus. Die Bundesanwaltschaft hat dazu im Laufe dieses Jahres bereits in mehreren Fällen die Ermittlungen übernommen. Die heutige Festnahme zeigt, dass sie dieses Thema auch weiterhin intensiv beschäftigen wird. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 14. Oktober. Atlantiktiefs sorgen für unbeständiges, aber sehr mildes Herbstwetter. Heute Nacht gibt's viele Wolken und vor allem im Süden gebietsweise Regen. Gelegentliche Wolkenlücken werden oft wieder durch Nebel geschlossen. Im Osten kann sich morgen neben Wolken und Nebel auch länger die Sonne zeigen, sonst bleibt es meist bedeckt. Zunächst regnet es nur wenig, aber ab dem Nachmittag breitet sich von Frankreich verbreitet Regen aus und dabei frischt auch der Wind auf. Im Südwesten heute Nacht knapp über 10, am östlichen Alpenrand nur 5 Grad. Morgen 13 bis 18, an der Saale nahe 20 Grad. Am Samstag oft wolkenverhangen und windig, Regen fällt vor allem im Süden, im Norden kann sich auch die Sonne zeigen. Am Sonntag von Süden freundlicher und wärmer, am Montag erwartet uns nach Nebelauflösung oft sonniges Wetter bei teilweise sommerlichen Temperaturwerten.
Ingo Zamperoni fragt in den Tagesthemen um 22.15 Uhr, wie isoliert ist Präsident Putin auf der internationalen Bühne wirklich? Und es geht um die Pläne Ägyptens, mitten in der Wüste einen neuen Regierungssitz zu bauen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.